Hi ho und willkommen zurück hier bei Kingdom Hearts Rechain of Memories zusammen mit niemanden. Nein. Und wer ist dabei? Aber er wollte sich gerade nicht melden. Der ist wohl ein bisschen schüchtern geworden. Der nur gewartet, was ich sage, wenn er sich nicht meldet. Ja, ich dachte, ich schau mal, was dann passiert. Ja. Ja, dann wirst du einfach jetzt rausgecuttet, ne? So schön säuberlich, das wird überhaupt nicht anstrengend. All deine Tonspuren werden jetzt entfernt. Willst ja nicht dabei sein. Ich spiele dann auch immer an den Stellen, wo ich rede, komplett weg. Ja, ich muss ja die Datenschutzbestimmung, ne? Die muss ich ja mit einhalten. Was bedeutet, wenn du halt nicht gehört werden willst, muss ich halt dafür sorgen. So ein hässliches Piepen, weißt du, wenn Namen und sowas ausgepiept werden, dann die ganze Zeit, wenn du redest. Und dann stell mal vor, du redest gerade eine Minute, um was zu erklären. Eine Minute lang ist. Ich gehe nach Piepton. Genau. So, Manuel schreibt, bitte nutze die Dunkelheit. Was? Autsch. Was? Was soll ich benutzen? Manuel schreibt, hallo YouTube und zukünftiger Manuel. Ich weiß nicht, was du mit Dunkelheits-Autsch meinst. So. Was haben wir für Karten mittlerweile? Ach ja, stimmt. Wir haben ja gelernt, dass wir alle hier einsetzen können, ne? Ist mir beim letzten Mal auch aufgefallen. Na gut. Ja, weil sie immer da sind. Zukunft Manuel hört nicht auf Manuel. Na gut, jetzt schauen wir mal. Manuel war doch auch, war es Ex-Mulan? Ja, genau, Ex-Mulan. Aber das dürfen wir hier nicht weiter erwähnen. Also nicht weiter drauf eingehen, auf den Namen, sonst spoilern wir. Wenn wir jetzt über diese Kategorie von Manuels Ex-Mulan sprechen. Wenn du verstehst, was ich meine. So, was wollen wir machen? Ich meine, der hier war ja richtig blöd. Ja, aber da ist jetzt mit Rico unterwegs, ne? Ja, das ist es halt. Die war auch ziemlich doof. Aber je weiter du es nach hinten schiebst, desto stärker werden ja die ganzen Gegner und Bosse. Echt? Okay, welcher ist bescheuerter? Der oder sie? Wen sollten wir jetzt sofort erledigen? Ursula oder dieses komische Zwei-Bein-Wunderland-Ding? Ich sage es Zwei-Bein-Wunderland-Ding. Was sagt denn der Chat? Was will denn der Chat? Genau, Chat. Hallo, Chat. Sind nämlich wieder Monster Hunter PS2. Wenn du da mit NPCs redest, war das in der PS2-Version nämlich so, da haben sie die Chatbox genommen für das Online. Also wenn du online spielst, gibt es ja dieses Chatfenster, wie bei Final Fantasy halt auch, ne? Gibt es so dieses Chatfenster und das gibt es halt, wenn du Monster Hunter PS2 spielst, auch. Und das haben sie genommen für NPC-Gespräche auch, dass da auch die NPC-Gespräche drinstehen. Lustigerweise, ich weiß nicht, ob sie das vergessen haben oder ob sie es nicht anders programmieren konnten, steht aber auch darüber Chat. Das heißt, du denkst immer, der NPC, mit dem du redest, heißt Chat. Weißt du? Und habe ich damals einen Running Gag draus gemacht und habe halt gesagt, oh hier, wir reden mal mit Chat. Hi Chat. Und dann hieß jeder so. Und dann, der heißt Chat und der heißt Chat. Das ist ja, es gibt ja den Namen Chat, nur halt mit E geschrieben. Ja, und mit D, glaube ich, ne, am Ende. C-H-A-D. Chad. Okay, Shadow sagt Ursula. Manuel Halloween. Hä, was hat der Halloween-Town war total easy, der Boss. Vielleicht haben wir... Das hat noch keiner vor Olymp gestimmt, ne? Dann muss es vor Olymp werden. Ja. Und Alternis ist da. Hallo, ich glaube, ich habe mich gerade verlaufen. Oh, das kann sein. Aber hallo, willkommen. Ich würde auch sagen, ich mache Atlantica. Ich fand Ursula ein wenig anstrengender. Die Shadow und jetzt ein neues Tentakelmonster. Chat hat Hunger und macht was zu essen. Ja, aber Alternis, ich glaube, du kommst heute zu einem besseren Zeitpunkt, weil beim letzten Mal... Schlüssel des Anfangs. Als du hier warst, war der Final Fantasy Raid oder war es ein bisschen unübersichtlich, unüberhörbar.
Heute sind wir nur zu zweit, beziehungsweise halt ich als Hauptkommentator und der liebe Windflare leistet mir einfach nur Gesellschaft, weil er das Spiel hier ein bisschen besser kennt und ich halt eben nicht so gut mit dem Kampfsystem von Chain of Memories vertraut bin und auch nicht das so gerne mag. Habe ich mir eine moralische Unterstützung genommen. Oh, meine Karten sind so schlecht. Geht schon wieder gut los hier. Mann. Oh, guck mal, Mickey. Oh. Das war's doch schon wieder. Nein, ich sterbe. Warum? Ja. Ich hab Wunderland gesagt. Ja, hast du. Eieiei. Ja, können wir gleich direkt wieder raus, ne? Das war's. Ja, jetzt musst du das machen, glaube ich, ne? Ja, aber ich will mich wenigstens nochmal heilen hier. Bringt ja nichts. Und Manuel schreibt, ich habe mir gerade Käsefondue gemacht. So. Jetzt müssen wir mal schauen, wie können wir die am schnellsten besiegen? Ich glaube, die ganze Zeit hier auf die hier plädieren ist auch nicht so gut, weil die verschwinden ja dann nach einer Zeit, ne? Aber diese tollen Jumps sind doch cool, oder? Und zumindest in den Sinistra-Modus? Was da? Ja, doch. Also damit hast du ja einiges weg. Oh Leute. Feuer hat sogar auch getroffen. Ja, das war auf jeden Fall nicht schlecht. Schön weggesmashed. Oh, guck mal. Ah, wer braucht denn Vitalität? Sagt er, nachdem er gerade fast gestorben war. Ja, ich weiß, noch habe ich eine große Klappe. Das wird sich noch bald ändern. Ja, bauen Sie bei uns. Ein Alternis schreibt, das freut mich, dass es heute schöner sein soll. Ja, und du bist übrigens auch auf YouTube, das muss ich auch nochmal erwähnen. Weil Kingdom Hearts ist aktuell auch ein Projekt, welches ich auf YouTube hochlade. Deswegen sieht man hier auch nicht. Okay, ich glaube, das war nicht so gut. Oh, doch, war erfolgreich. Deswegen sieht man hier auch keine Eventanzeige und kein Chat. Ja, normalerweise blende ich das ab sofort immer ein. Also seit dem letzten Stream zumindest. Dass man auch den Chat hier on-stream sieht und sowas. Aber da das Projekt hier auch auf YouTube landet und hier es auch Sequenzen gibt, die ich dann später auf YouTube dann natürlich anpasse von der Lautstärke. Habe ich mich entschieden, halt solche Events und so, gerade um die Sequenz nicht zu zerstören, auszublenden. Aber ich denke mal, das ist trotzdem für dich informativ, weil ich auch ab und zu das vorlese, was hier im Chat geschrieben wird. Und falls du YouTube-scheu bist, dann muss man halt schauen, dass du dann halt aufpasst, was du hier erwähnst und was du preisgeben willst. Jetzt habe ich schon das Problem. Lol. War eigentlich die erste Punkte schneller, wenn du Manöver machst? Weiß nicht, aber guck mal meine Karten an. Ich habe kaum noch welche. Ich muss jetzt echt hoffen, dass ich damit alle platt machen kann. Und schon verkackt. Noch ist nicht vorbei. Ich muss echt aufpassen, ne? Sasa schreibt, hier ist das Chaos nicht im Stream, sondern im Chat. Und Chat ist auch Chaos. Was mache ich denn da? Egal. Ich mache mir einen Speicherpunkt. Ich glaube, das wird ich brauchen. Sonst läuft das hier nicht ganz rund. Das werde ich doch noch gesterben hier.
Ich weiß nicht, wie man das machen soll. Das ist nicht toll. Unten im Meer. Unten im Meer. Bei jedem Wetter ist es viel netter und bietet mehr als dieses Land, das oben sitzt. Wo jeder schuftet und nur schwitzt. Aber gut. Immerhin ist ja die Welt, wo wir mitsingt, als erstes hier weg. So, bup, bup, bup. Ich glaube, hier, wenn wir hier nördlich laufen danach. Ne, es ist ja, doch, das ist nördlich. Jetzt müssen wir erstmal östlich und dann nördlich, ne? Ja, so. Oh, hier, guck mal. Dann pennen die wenigstens alle. Ja, das ist gut. Bei den meisten Stream-Aufzeichnungen komme ich mir wie ein Zuschauer aus zweiter Reihe vor, schreibt Alternes. Ja, hier nicht. Hier lese ich jeden vor, auch mit Namen erwähnt. Dann greife ich an oder nicht? Ich reagiere auch immer auf die Leute in meinem Chat. Ja, siehst du? Winflare reagiert auch auf Leute, die nicht da sind. Wie zaghaft ich da rein. Oh Gott! Ja, wie gesagt, das wird auch in Zukunft, gerade was Kingdom Hearts betrifft, da werde ich ja noch die Nachfolgerspiele und sowas jetzt alles noch zocken. Im Laufe der Zeit halt. Und da wird das in den Streams auch so sein. Die werden dann auch alle auf YouTube erscheinen. Und, naja. Wird vielleicht für andere Projekte in Zukunft auch noch geplant, aber erstmal ist nur Kingdom Hearts dafür vorgesehen. Weil mir jetzt auf spontan kein Projekt einfällt, was man noch streamen könnte. Und zeitgleich dann auch auf YouTube hochladen kann, weil vieles, was ich auf YouTube jetzt aktuell spiele, ist ja mehr Story, sind ja mehr Story-Games und da ist das eigentlich auch bei Kingdom Hearts bietet sich das nicht so an, die im Stream zu zocken wegen den Sequenzen und so, wegen dem Story, wegen dem Story-Teil. Das mache ich im Kingdom Hearts auch nur, weil ich damit damals beim ersten Teil, hier Kingdom Hearts Final Mix, damit angefangen habe, das zu streamen. Jetzt willst du das durchziehen. Ja, soll halt, ich habe es damals versprochen, ich habe halt damals versprochen im Stream, ja, und Chain of Memories dann auch, machen wir auch im Stream, dann kann ich einfach sagen, doch nicht. Ich hab zum Beispiel Shadow, der hat sich ja 4 Jahre darauf gefreut, dass okay, endlich ja. Chain of Memories kommt. Ich wollte gerade vorschlagen, das Tod zu schweigen, wie man so macht. Und nach 4 Jahren hat es endlich geklappt und dann sage ich so, nö. Weißt du was, ich mach das offline. Ja, und hier war es einfach mal ein Experiment, beziehungsweise hiermit versuche ich das jetzt mal, weil jetzt ist ja auch meine Aufnahmetechnik, sage ich mal, oder die Software, die man jetzt ja hat, durch OBS, die hatte ich ja damals, also 2014 halt, ne, war OBS noch nicht so ausgereift, zumindest soweit ich das noch weiß, dass man beides konnte, streamen und aufnehmen. Das ging damals nicht? Nee, damals gab es bei OBS nur, einen Stream-Button und Aufnahme-Button, das war ein und das gleiche. In dem Sinne. Okay. Und irgendwie, ich weiß nicht, aber es ging halt nicht parallel. Du konntest nur eins machen. Ich glaube, da gab es auch die 2 Buttons, aber sobald das eine aktiviert war, war der andere ausgegraut oder so. Mhm. Und auch meine Dingens hat nicht gereicht, meine PC-Ressourcen. Da hätte alles geruckelt. Ja, das hätte ich eher gedacht, das ist nicht bei mir, glaube ich. Da hat eh geschlafen. Ich weiß, aber... Ich probier's halt so. Naja, mal gucken. Ich was kann auch machen. Schaff ich. Ja, nice. Das war echt knapp. Oh, lol. Das sah ja fancy aus. Oh. Was war das? Malstrom? Malstrom. Ich hab da auch ein paar mehr Vorjägerdienst erwartet, aber da mal. Ja. Ist auch bei mir so, wenn ich.
Das ist auch bei mir, wenn ich mal hier Stromausfall hatte, dann hatte ich mal keinen Strom. Mal Strom. Ja, mal Strom, mal kein Strom. Kommt immer drauf an, ne? Sasa schreibt Smash World of Light. Ja, Smash werde ich sowieso streamen, aber ob ich das auf YouTube bringe? Shadow meint, naja, wenigstens hat er sich dran erinnert. Stimmt. Und Altenis schreibt, ich bin immer das Abwaschmonster. Ich glaube, dass das halt aus dem Kontext rausgezogen ist. Zum Beispiel World of Light hat er jedenfalls geschrieben, dass du diese Sprünge auf die Gegner gemacht hast und das mit dem sich dran erinnert, das war, glaube ich, bezogen auf dass du das Spiel. Ja, genau, dass ich. Genau. Das weiß ich ja. Und Altenis meint, er will das Abwaschmonster jetzt bekämpfen. Dann viel Spaß dabei. Ich hoffe, es ist nicht zu gefährlich. It's dangerous to abwasch alone, take this. Du kannst ja natürlich auch mittlerweile streamen und aufnehmen gleichzeitig mit dem Superfliegen. Ja, mittlerweile einfach aufnehmen und als Premiere draufstellen. ja. Ich werde mal gucken, wie ich das zukünftig halt plane, wie ich das mache. Auf jeden Fall ist ja als nächstes, das werde ich mir im Dezember jetzt auch dann holen, das 358 Days da geplant. Das DS-Spiel hole ich mir halt und wie gesagt, das streame ich ja dann auch und werde ja für YouTube dann extra noch, ich gucke gerade, was ich hier nehme. Na, hier komm, ich nehme harmlose Dunkelheit. Ja, das ist auf jeden Fall geplant, dann auch mit den ganzen Sequenzen von der HD Collection und sowas. Ja, aber ob ich das direkt im Dezember dann schon anfange, weiß ich jetzt noch nicht. Jetzt kommt bei mir im Dezember auch privat jetzt halt, auch was Job und Praktikum betrifft, also eher Praktikum, kommt im Dezember ein bisschen viel auf mich zu. Und, ja, da muss ich halt dahingehend planen, ne? Streams ich da machen kann und da wäre mir halt eher lieber in der Zeit erstmal keine Projekte neu anzufangen, weil ich dafür eh keine Zeit habe oder haben sollte. Deswegen muss ich erst wieder abschätzen, wie anstrengend, wie viel ein Praktikum quasi verlangt wird. So, das wird ein bisschen dauern. Deswegen kann ich jetzt auch nicht versprechen, dass wir im Dezember definitiv mit Kingdom Hearts dann weitermachen. Weil das hier werden wir bis Dezember definitiv durchhaben, ne? Chain of Memories. Also zumindest auf Twitch, ne? Die das jetzt auf YouTube gucken, denken sich so, hier ist doch gerade Dezember. Sind wir noch nicht durch. Aber wie gesagt, ich rede ja von den Streams. Ja, gerade ist der 15.11. für alle YouTuber. Ja. Also liebe YouTube Community. Heute ist die Mitte November. Mitte des Monats November. Vielleicht heilt uns Mickey ja wieder. So. Tja, wie gesagt, ich werde mir zwar das Spiel schon holen im Dezember, aber ob wir es spielen, sagen wir mal so, ist noch nicht entschieden. Ne? Es ist aber auch nicht ausgeschlossen. Aber wir werden sowieso viel Zeit mit Smash verbringen. Sobald Smash dann raus ist. Am 7.12. hier im Stream. Und dann wird erstmal gesmashed ohne Ende. Ich denke mal, damit bin ich eh eine Weile beschäftigt. Ja, das. Ich meine, ich hab das Spiel auch, aber für die Wii U. Ja? Du hast das Spiel auch für die? Wii U. Ach, Wii U. Ja, die Wii U-Version habe ich auch hier. Können wir auch noch spielen. Jetzt, kurz bevor Smash kommt. Nein, was mache ich denn? Als Vorbereitung noch alles. Genau. Ich bin nicht im Alter.
Ja, wie gesagt, da gucken wir einfach mal nach. Wie sich das so ergibt. Ja, aber YouTube-technisch, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt. Also projekttechnisch, wenn bei YouTube einige Spiele vorbei sind, dann habe ich noch... Wir haben noch richtig viel geplant. So, selbst 2019 ist glaube ich voll mit Projekten. Zumindest auf YouTube. So viele Spiele, die hier noch bei mir rumkreuchen und fleuchen, die ich noch alle spielen kann. Allein hier Professor Layton fehlt ja noch, ne? Da habe ich ja gerade mal 2 Spiele. So gesehen gespielt davon. Das kann ich auf YouTube jederzeit noch weitermachen. Dann habe ich hier zum Beispiel, was wir auch mal im Stream gespielt haben, als Halloween-Special letztes Jahr, wenn nicht dieses Jahr. Majora's Mask, beziehungsweise auch Ocarina of Time von Legend of Zelda auf der 3DS-Version. Die beiden habe ich auch, das heißt, kann man auch noch mal irgendwann angehen. Die 3DS-Version von der Landstation. Ja, wie bitte? Du bist gerade so ein bisschen leiser wieder. Ja, also, warum bin ich leiser? Hallo, hörst also du mich? So hallo? Dumpf bist du gerade so. Als wenn du so ein Kissen am Mund hättest. Es ist nicht zwischen meinem Mund und meinem Mikro. Okay. Auch nicht in meinem Mund. So, was wolltest du jetzt wissen? Immer noch so mal. Also bei mir auf den Ohren schon. Boah. Da bist du ein bisschen basslastig, um das mal so zu sagen. Wie kann das denn sein? Weißt du, so, man versteht halt, also ich verstehe halt kaum was, aber... Ist so besser? Ja, jetzt ist besser. Ja, witzig. Nico ist jetzt weiter weg. Ja, siehst du, warst du dich dran. Oh, hast zu doll ins Mikro genuschelt. Entschuldigung. Alles gut, so, was wolltest du jetzt wissen? Ich sagte nur, die 3DS-Version von den beiden Spielen kenne ich noch nicht. Ah, okay. Ich hab die sonst durchgesucht, aber... Also gerade auf Majora's Mask, mein Lieblings-Zelda. Ja, gerade von Majora's Mask ist die 3DS-Version ziemlich cool gemacht, weil sie echt Änderungen vorgenommen haben. Und da merkst du halt bei diesen Änderungen, die sie gemacht haben, ja, die haben halt daraus gelernt, ne? Das war nicht optimal in der N64-Version, aber es hat auch nicht gestört. Aber es macht die 3DS-Version irgendwie angenehmer. Okay. Also kann man ja dann später mal, wenn man es spielt, so drauf eingehen. So, was habe ich noch hier? Ja, später auch Monster Hunter, ne? Das kommt dann auch wieder dazu für die Switch. Das Generations Ultimate. Ist auch so ein Projekt, ne, was man angehen könnte. Ja, und diverse PC-Spiele, ne? Ich habe ja damals, vor Millionen von YouTube-Jahren, Broken Sword / Baphomets Fluch gespielt. Auch nur den ersten halt, Director's Cut aber. Und da habe ich noch 2 andere, Baphomets Fluch 2 und 3, immer noch auf Steam, ne? Also in der Bibliothek halt drin. Kann man auch noch machen. Da der erste Teil ja auch schon auf YouTube existiert. Oh, und ich hab den vierten gespielt. Nur den vierten. Kennst du die auch? Baphomets Fluch? Ja. Den vierten mit mir. Achso, nur den vierten, okay. Den gab's für PS4, hab ich mir mal geholt. Oh, nice. So. Sieh, blaue. Shadow schreibt, du könntest deinen Stream gleich als Datei haben, aber je nachdem, wie deine Einstellungen sind, ist diese halt kacke. Im Out, Inet, Telekom mit ihrem Müll ausbauen, der Juni fertig sein soll. Okay. Soll oder sollte? Hm? Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, was Shadow jetzt meint, weil ich krieg doch meine, mein Stream quasi, dieses Projekt krieg ich doch gerade als Aufnahmedatei nachher raus. Ich nehme das halt parallel während des Streams hier auf, deswegen. Nur damals konnte ich das halt nicht in guter Qualität, man musste ja die Stream-Qualität nehmen. Manuel meint, nein, vertraut Matox nicht, es ist ganz sicher heute der Tag, an dem ihr euch das anguckt. Genau. Heute ist der 2018. Sasa schreibt, heute ist 3 Wochen vor Smash Ultimate, plus minus ein paar Stunden.
Ich will dich leiden sehen bei Zelda Ocarina of Time Randomizer. Ja, Randomizer ist immer so eine Sache, ne? Da müsste ich mich wieder informieren, inwiefern man den Randomizer halt in Gang bringen kann. Bei Randomizern ist ja immer das Problem. Ist ja heutzutage auch noch so. Emulatoren sind ja umstritten. In der Gaming-Szene. Also fürs Let's Playen und sowas. Mhm. Und dahingehend ist ja die Frage, auch bei Randomizern, da muss man ja so einen Emulator benutzen, weil du musst ja die ROM quasi in ein Programm schmeißen, in dem er gerandomized wird. Das sieht nicht alles für diesen Falterplatz aus, ne? Hä? Cool, ich kann nichts dagegen machen. Das sind doch nur die Bubbles. Da kann ich nichts machen, hab keine Null mehr. Oh, ich bin... Hab Wunderland gesehen. Die Angriffskraft ist ja nicht schlecht, ne? Nein! Hast du einen? Wir haben mich gestochen. Kurz bevor die Heilung durch war, oder? Hä? Ich habe eine Null eingesetzt! Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ich habe eine Null eingesetzt und wurde instant von ihr gestochen. Wieso ist meine Null weg? Was ist denn da los? Ey, ich versteh's nicht. Oh Mann. Du hast noch deine Spezialkarten. Stimmt, diese nicht gestochen werden, ne? Mhm. Ja, aber hier sieht man es halt, das ist halt das. Da bewundere ich jeden, der mit diesem Kampfsystem gut klarkommt. Ich krieg's gar nicht hin. Da, weil man die ganze Zeit gestochen wird und so, habe ich keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Lass mal weiter normal. Hm, hab ich vor. Oh, ich hab die Mickey-Karte wieder bekommen, die Nuller. Wieso greift er immer nur zweimal an? Mal hochspringen. Ja. Jetzt ein bisschen. Hast du deine Karte das gemacht verlassen? Was macht der hier? Das heißt, du überlebst auf jeden Fall immer mit einem HP, wenn du mehr als ein HP hattest und dann sterben würdest. Na gut, jetzt haben wir es aber auch. Jetzt haben wir es hingekriegt. Das war ja jetzt easy. Du musst es nur normal angreifen. Ja, genau, aber bei der Runde davor war ich echt... Ja, gut, man muss immer gucken. Also ich raff das System halt noch nicht so dahinter, wann man wie, wo... Interessanterweise ist das schon zum Beispiel besser als Musician, der letztendlich gecheatet hat. Echt? Mhm. Warum? Komm, also cheaten muss man hier gar nicht, finde ich.